Der Frühling beginnt und ich bin in Immerath, diesem Ort bei Erkelenz im rheinischen Braunkohlerevier zwischen Mönchengladbach und Aachen, der Ort, der wegen der Braunkohle für die Grube Garzweiler II weggebaggert wird. 1970 gab es hier 1537 Einwohner, inzwischen sind es wirklich nur noch ganz, ganz wenige. Die Leute wurden umgesiedelt in den Ort Neu-Immerath. Er ist ganz in der Nähe, näher dran an der Stadt Erkelenz. Die Häuser werden nach und nach abgerissen, machen Platz für den Tagebau. Man baut hier Braunkohle ab. Wer mehr darüber wissen möchte, warum Immerath abgerissen wird und wie das alles hier abläuft, der schaut mal am besten in meine Playlist von Lost Places. Dort gibt es einige Filme über Immerath und auch andere Braunkohledörfer. Doch da erfahrt ihr mehr über die Hintergründe. Hier vergleiche ich Aufnahmen von heute aus dem April 2017 mit Aufnahmen aus dem Sommer letzten Jahres. Ich bin jetzt im Frühling nach Immerath. Das letzte Mal war ich mit der Kamera im November hier, um mir anzusehen, was sich in den letzten Monaten hier verändert hat. Und wie immer bin ich sehr erstaunt darüber, wie schnell der Abriss hier vonstatten geht. Gab es hier 1537 Einwohner, inzwischen sind es wirklich nur noch ganz, ganz wenige. Die Leute wurden umgesiedelt in den Ort Neu-Immerath. Er ist ganz in der Nähe, näher dran an der Stadt Erkelenz. Das hier ist sozusagen der architektonische Mittelpunkt von Immerath, nämlich die Pfarrkirche St. Lambertus. Hier nennt man sie auch den Immerather Dom. Immerather Dom heißt sie wegen der zwei Türme. Die Immerather hat sie an den Kölner Dom erinnert. Thank you.
Das hier war der Friedhof von Immerath. Inzwischen sind nur noch einige wenige Gräber da. Die anderen Gräber wurden umgebettet. Das war's dann für dieses Mal aus Immerath. In diesem Sinne, tschüss.